Herr Rieberg, die Impfstationen haben oder werden wieder öffnen. Können Sie uns sagen, welche Impfung verabreicht wird? Die erste, die zweite, vielleicht sogar die dritte Impfung? Also in den stationären Impfstellen und auch bei den mobilen Teams können wir sowohl Erst-, Zweit- als auch die Drittimpfung, also diese Booster-Auffrischungsimpfung, verimpfen. Und zwar an alle Personen, die berechtigt sind, diese Impfung zu erhalten. Das sind grundsätzlich alle Personen, die geimpft werden können, also über 12 Jahre oder ab 12 Jahre, die geimpft werden können. Es wird dort mit dem Impfstoff von Moderna und BioNTech geimpft. Wir werden hier die Möglichkeit eben haben, alle diese Impfungen zeitnah möglichst durchzuführen. Die Kapazitäten in den Impfstellen sind etwa halb so groß in Schleswig-Holstein, wie sie vorher in den Impfzentren waren. Aber wir haben anders als zu Beginn des Jahres die Situation, dass die Hausärzte, Betriebsärzte alle weiterhin mitimpfen können, sodass die Gesamtkapazität für Impfung durch die stationären Impfstellen deutlich nochmal angehoben wird. Wann sollte man sich denn eigentlich das dritte Mal impfen lassen? Grundsätzlich wird von der Ständigen Impfkommission empfohlen, und so ist auch die Zulassung der Impfstoffe, dass ab 6 Monaten nach der vollständigen Impfung mit den Impfstoffen von BioNTech, Moderna und AstraZeneca dann eine Auffrischungsimpfung jetzt empfohlen wird. Teilweise eben von der Ständigen Impfkommission noch für einen eingeschränkten Personenkreis. Aber durch die Gesundheitsminister, unter anderem auch hier in Schleswig-Holstein, ist eben die Möglichkeit auch für alle Personen, die ab 6 Monate nach der vollständigen Impfung sind, sich ihre Impfung holen zu lassen. Gibt es eine Ausnahme bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson? Für den Impfstoff von Johnson & Johnson, wenn man damit geimpft worden ist, da gab es ja nur einen Peaks, eine Impfung, um den vollständigen Impfschutz zu haben. Dort ist schon nach 4 Wochen, also nach 1 Monat, die Möglichkeit gegeben, sich die Auffrischungsimpfung zu holen. Und das wird auch so von der Ständigen Impfkommission, von den Gesundheitsministern so empfohlen. Kreis Stormarn. Vielfalt, Miteinander, Leben.